Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Hedwig Blankertz im Rahmen seiner Ausführungen zu den Theorien und Modellen der Didaktik den Begriff der Bildung definiert und diesen mit einer ideologiekritischen Perspektive im Sinne der kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule verbindet. Sie erhalten dabei einen Überblick zu grundlegenden Begriffen und Konzepten wie der notwendigen Realisierung mündiger Vernünftigkeit und dem Begriff der kategorialen Bildung. Nach Hedwig Blankertz ist Bildung ideologiekritisch als die Realisierung mündiger Vernünftigkeit unter Berücksichtigung ökonomischer und gesellschaftlicher Interessen, so Blankertz wörtlich, definiert. Dabei begreift Blankertz vor allem den formalen Gesichtspunkt der Bildung als den pädagogischen. Formal wird dabei der Kern des pädagogischen Verhaltens genannt, weil die Pädagogik nicht als Vollzugsorgan objektiver Mächte begriffen werden darf, sondern die Funktion eines Anwalts der Jugend übernehmen soll. Der Lehrende benötigt dabei immer ein Kriterium, nach dem die inhaltlichen Ansprüche didaktisch zu beurteilen sind. Unter dieses Kriterium ist nun nach Blankertz der Bildungsbegriff im Sinne der Realisierung mündiger Vernünftigkeit. Dabei bildet die aufgeklärte Personwerdung des Menschen die pädagogischen Normen schlechthin und wird über den genannten Bildungsbegriff in die Didaktik eingesetzt. Die didaktischen Inhalte dürfen dabei den Lernenden nicht determinieren, sondern als bildende Lehre müssen die Inhalte so verwendet werden, dass sie im Sinne der kritischen Theorie zugleich kritische Vernunft entbinden. Diese kritische Vernunft kann und soll sich der Potenz nach auch gegen die Lehrinhalte wenden. Es muss also nach Blankertz auf allen Ebenen der Jugend und den Lernenden überlassen werden, was sie im Sinne personaler Autonomie und humaner Mündigkeit aus den von den Erwachsenen und Lehrenden gesetzten Inhalten macht. Und so ist es auch hinsichtlich des Bildungsideals einer gegebenen Epoche für Blankertz gesellschaftskritisch ausgemacht, dass nicht die Didaktik des Bildungsideals als Kanon von Inhalten definiert, sondern die gesellschaftlichen Mächte bestimmte Lernprozesse als Bildung definieren. In diesem materiellen Sinn hat es nach Blankertz nie eine eigene Norm der Erziehung gegeben, die von den gesellschaftlichen Kräften unabhängig gewesen wäre. Was Norm genannt wurde, war immer die Norm einer Kultur, einer Gesellschaft, einer Kirche, eines Zeitalters, so Blankertz wörtlich. Daher ist auch in Zeiten pluralistischer Gesellschaftsverfassung nur im übertragenen Sinne von einem Bildungsideal zu sprechen, weil das leitende Bild selbst Gegenstand pluraler Differenzierung ist. Bildung ist also für Blankertz didaktisch gesehen nur zureichend definierbar als die vermittelnde Kategorie zwischen den Ansprüchen der objektiven gesellschaftlichen Welt und dem Recht auf Selbstsein des Subjekts. Blankertz stützt sich hier auf Wolfgang Klafki, der das systematische Ergebnis seiner Bemühungen um die Theorie der kategorialen Bildung genannt hat. Blankertz fasst mit Klafki formale und materielle Bildung in folgender Formel zusammen. Dem Erschlossensein einer Wirklichkeit für einen Menschen entspricht das Erschlossensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit. Dabei geht es nach Blankertz hinsichtlich der Bildung immer um einen dialektischen Aufstieg vom theoretischen Erkennen zur praktischen Vernunft. Und so spielen auch im Sinne der Ideologiekritik die von Jürgen Habermas so genannten erkenntnisleitenden Interessen bei Blankertz eine maßgebliche Rolle. Insgesamt sind so Begriffe wie politische Verantwortung, Sprachgewissen, Gerechtigkeit oder Moralität als kategorialer Bildungssinn zu begreifen, der den Lern- und Bildungsprozess kritisch begleiten muss. Grundlegend für Hedwig Blankertz Bildungsbegriff ist also die Trennung von formaler und materieller Bildung, wobei die Realisierung mündiger Vernünftigkeit ein wichtiges Bildungsideal darstellt. Der Pädagoge hat sich dabei vor allem als Anwalt der Jugend zu verstehen, der sich um die Personwerdung des Menschen zu kümmern hat, damit personale Autonomie und humane Mündigkeit garantiert werden können. Dabei begreift Blankertz die kategoriale Bildung in Übereinstimmung mit den erkenntnisleitenden Interessen nach Habermas und bestimmt diese unter anderem mit den Begriffen politische Verantwortung, Sprachgewissen, Gerechtigkeit und Moralität. In Hedwig Blankertz Bildungsbegriff spiegelt sich mithin der Bildungsbegriff eine mehrfache Rolle. Von Beginn an wird er ideologiekritisch als Realisierung mündiger Vernünftigkeit unter Berücksichtigung ökonomischer und gesellschaftlicher Interessen definiert. Hinsichtlich des Bildungsideals definiert Blankertz nachdrücklich, dass die gesellschaftlichen Mächte bestimmte Lernprozesse als Bildung definieren.
Bildungstheoretische Normen bzw. das Bildungsideal werden mithin nicht einfach vorausgesetzt, sondern im Sinne der kritischen Theorie als austarierte und stabilisierte gesellschaftliche Interessen gefasst, da sie Gegenstand pluraler Differenzierung sind. Angesichts des kategorialen Bildungssinns sind so insgesamt Begriffe wie politische Verantwortung, Sprachgewissen, Gerechtigkeit oder Moralität als normativ zu begreifen, da sie den Lern- und Bildungsbegriff kritisch begleiten müssen, um personale Autonomie und humane Mündigkeit im Sinne der Aufklärung zu gewährleisten.